Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Findest du? Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Orks. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Ja. Vielleicht auch nur Zufall. Nun gut, ich könnte noch... Warum tut's dir um Engrom leid? Geldbeutel klauen. Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Lurker? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ich glaube aber nicht. Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Nein. Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hier, Käse. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war Schmatzt das? Ja schön. Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Da muss ich dich enttäuschen. Du weißt schon alles, was... Aber wir haben wenigstens einen Käse verloren. So, lass mich mal eben speichern. Dann versuchen wir nochmal sein Geldbeutel zu klauen. Du mieser kleiner Dieb! Komm mal. Oh, noch zwei. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die mich mal besiegen, also nicht mal, sondern immer besiegen wollten, wenn ich da war. Aber das ist der erste Teil, wo auch zwei Jungs hier standen. Engrom? Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Ja. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Statt er ekelig oder eklig? Na egal. Ich versuche mal noch seinen Beutel zu stehlen. Ah, 5 Gold. Die Kiste lasse ich mal schön unberührt. War da nicht? Ich glaube, da war eine Kiste. Ja, die lasse ich mal schön da, wo sie ist. Und wir bringen Diego hinaus, denn das war unser Ziel. Hier. Natürlich, ein Lurker. Hä? Wo ist er? Ja, hat er mir da gerade noch die Watchen mitgegeben? Der alte Sadrock. Soll ich hier? Oh. Wo ist er? Sag mal. Wo? Wie? Aber.
Sag mal, hörst du mir nicht zu? Och Mensch. Was ist an nicht zu... Ich will die Sachen nur aufheben, Diego. Ganz ruhig. Nicht, da ist nichts zu holen. Ich plündere nur gerade die Goblins. Wir gehen hier kurz in die Höhle und dann gehen wir auch ganz schnell wieder weg von der großen bösen Burg. Versprochen. Ich glaube, wenn ich zu nah und zu oft zu nah gehe, haut er irgendwann ab. Streitaxt. Lederbeutel, Trank. Manche Tränke sind ja permanent und deswegen auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob die darunter zählen, aber wir nehmen erstmal alle mit und... Warte! Ja, dann komm halt. Was denn jetzt wieder? Sag mal, hörst du mich? Ich will über den Fluss mit dir. Kommst du nach? Och, Diego. Diego. Beifuß. Ja, also. Was ist an nicht zu nah? Gehst du hier nicht über den Fluss, oder wie? Tatsache. Geh mal hier rüber. Wenn du lieber die Hosen nass machen willst. Achso, hat er ja schon. Angsthase. Oh. Diego. Na, das machen wir doch ganz gut. Hier, hier. Hier war irgendwo noch ein Drachensnapper, oder? Das habe ich jetzt irgendwie gewusst. So. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen heute. Mensch. Hä? Der Pfeil ging ja eigentlich zu mir, ne? Ist egal. Wir haben es jedenfalls geschafft. Hier. Bist du noch hinter mir? Ja. Wir müssen... Ja. Ich müsste ihn jetzt eigentlich tot machen, aber... Nö. Wisst ihr noch, Gothic 1, wo Diego uns dort oben gefunden hat und gesagt hat... komm. Komm, Junge, ich zeig dir die... das alte Lager. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Das ist schon so lange her. Ich spiele ja das Spiel hier auch schon gut ein Jahr. Und zurzeit will ich ein bisschen mehr davon aufnehmen, damit ich wieder ein bisschen aufhole sozusagen. Denn ich habe ja die letzten Tage, Wochen, Monate immer nur alle zwei Tage die Gothic-Reihe bedient sozusagen. Naja, und jetzt wollte ich auch mal wieder täglich, ne, dass ich an der Stelle auch mal ein Stückchen weiterkomme. Wir sind ja immer noch in Kapitel 3, glaube ich. Steht das hier irgendwo? Stufe 24. Hier? Nee. Da? Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind in Kapitel 3. Auf jeden Fall wechseln wir das Kapitel, wenn wir wieder rauskommen. Das weiß ich. Und es gibt 5 oder 6 Kapitel. Das dritte oder vierte ist das längste. So. Hier wartet schon eine andere Waffenknecht. So, wir sind da. Ja, den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Na, ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Das will ich doch schwer hoffen. Ich weiß auch, wo er auf uns wartet. Nämlich im oberen Viertel. Wie er da hingekommen ist, wird er uns wohl noch erzählen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch auf den Weg zu Garond machen und Bericht erstatten. Ich hoffe, dass wir diesmal einen etwas direkteren Weg nehmen können. Und schaue auf den Wecker und stelle fest, huch, ist wieder spät. Kann ich ja nicht runter? Nicht wirklich. Also ja, ich komme da garantiert runter. Aber in Einzelteile. Es wäre nicht so gesund. Wir gehen mal den normalen Weg. Den Otto Normal 0815 Pi mal Daumen Weg. Ich kann mal heimlich einen Schluck trinken, während ich einfach weiter erzähle. Verzeihung. Hier geht's runter, ne?
So, sehen, ob ich meinen alten Pfad wiederfinde. Die Lager sollte ich umkreisen. Ich hätte mit Diego auch einen anderen Weg nehmen können. Ich hätte mit Diego wahrscheinlich auch die ein oder anderen Ork-Horden noch metzeln können. Doch, ja, ich wollte mir für später auch noch Spaß lassen, weißt du Bescheid? Wir könnten ja... Das heißt, wir könnten... Ich sage mal, wir könnten. Wir müssen. Wir müssen unbedingt zwei Hände lernen. Und die Armbrust steigern. Aber wenn ich zwei Hände lerne, kann ich doch das Schwert nicht mehr nehmen. Das Blitz... Vivigus, ja, das hier, weißt du schon. Oder anders gesagt, wenn ich zwei Hände lerne, muss ich auch dringend stärker lernen. Muss ich sowieso auch für die Armbrust. Ich bin immer noch so für Einhänder, weil dieses Schwert ist gut. Und dann gibt es noch den Meisterdegen, der ist auch sehr gut. Dafür brauche ich aber wieder Geschick. Ach, ich bin so hin und her geschmissen. Was hatte ich denn noch für eine tolle Waffe? Betty. Brauche auch Geschick. Ja, Meisterdegen ist besser. Oder Sturmknecht als Zweihandwaffe. Tja. Zweihandtalent Malus. Nee, dann nicht. Folteraxt. Rapier. Also sehr gute Waffen haben auch sehr viel Geschick nötig. Vielleicht so doch Bogen und Einhänder. Ich mache erstmal weiter wie gehabt. So, wenn ich irgendwann nicht mehr klarkomme, dann kann ich immer noch aufstufen. Bisher komme ich ja noch gut klar. Aber ich glaube, die Zeit wird sich noch schneller ändern, als mir lieb ist. So, Garond, die letzten Informationen bringe ich dir. Ich hoffe, du bist nicht allzu sauer, dass Diego nun alleine und dass ich ihn gleichzeitig auch wieder rausgebracht und das Zeug, das liegt da jetzt alleine rum und naja, ich könnte das natürlich mit dir holen, aber ich würde natürlich gerne auch einen Trupp mit euch da hinschicken. Und natürlich zu Markus, der eh noch Hilfe braucht. Mal sehen, was hält er denn davon? Wo ist er hin? Schlafen? Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Jetzt sind die auch noch ins Bett. Hallo. Komme ich euch halt besuchen? Wo ist er denn? Lass mich raten, da darf ich nicht rein. Kann ich irgendwo speichern? Schlafen. Jetzt brauche ich erstmal ein Bett. Was war das? Ist es jetzt Tag oder Nacht? Es ist 6 Uhr morgens. Muss ich bald mal, kann ich auch eine Stunde warten oder so? Nee, ne? Oh, ich wusste gar nicht mehr, dass das geht. Ich hab was anderes gehört. Wie viel Futter haben wir denn noch? 55. Wenn die irgendwann knapp werden, kann ich nämlich mal abgeben. Ah, das hört sich nach Tag an. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich warte hier mal, bis die Leute runterkommen. Und werde noch ein bisschen erzählen. Was haben wir denn jetzt vor? Wir haben auf jeden Fall vor. Die Dinge haben wir geholt. Es gibt noch jede Menge Burgen. Es gibt unten rechts noch diesen komischen, diese Burg, die Lester vor die Urkunde bekommen hatte im ersten Teil. Ins Sumpfgebiet kommen wir leider gar nicht mehr. Das ist abgesperrt von Orks. Dann gibt es noch diese, weiß ich nicht, diese feurige Insel über Xardas alten Turm. Ich denke mal, da werden wir im nächsten Kapitel und einen der nächsten Kapitel noch hinkommen. Dann haben wir Xardas aktuellen Turm. Den haben wir ja nur schon geholt. Dann haben wir, glaube ich, noch ein kleines Ork-Gebiet irgendwo. Nein, nicht Ork-Gebiet. Wo im ersten Teil so ein kleines Ork-Gebiet war. Da könnte man noch hin. Da war so ein Tempel im Sumpf oder so. Wo das so sumpfig wurde. Dann haben wir das Schneegebiet. Das wird auch noch interessant. Ja. Das war es dann ja eigentlich. Sitzen jetzt schon am Platz? Nö. Achso, ich kann ja noch diese 200 Goldstücke abgeben. Das machen wir gleich. Das ist eine schlimme Sache. Ach,
Hier sitzen ja alle. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Hm. Hätte auch schon mal besser gespielt. Hey, du. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. In Stärke oder wie? Och nö. Stärke könnte ich theoretisch auch trainieren, bis ich die... Bis ich 60 oder 40? Naja, bis ich jedenfalls 3 Punkte dafür ausgeben muss. Ich hab so einiges. Könnte ich eigentlich machen. Sind die Punkte jedenfalls weg? Ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. So, ich würde jetzt gerne mal mit Garon reden. Wo ist er denn? Ich setze mich da gleich selber hin. Ich glaube nicht, dass ich da muss. Wie spät haben wir es denn? 7. Vielleicht kommt er erst 8 runter. Gibt es irgendwo ein Bett vielleicht? Soll ich nochmal mit Milton und Gorn reden, dass wir Diego gefunden und rausgebracht haben? Ich meine, das sind immerhin Freunde. Und wir, also wir alle, immerhin. Wir reden miteinander. Reden ist nie verkehrt. Also, natürlich im Guten, nicht im Bösen. Hm. Dem interessiert das hey, nicht. Du. Interessierst du dich für... Nein. Keiner interessiert sich für Diego. Hey! Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was sollen wir denn jetzt machen? 7:13 Uhr. Kann ich hier irgendwo schlafen vielleicht? Noch eine Stunde? Mich aufs Ohr hauen? Auch keiner. Hier sitzen 3 Ritter. Ah, verdammt, was ist los? Kann ich hier schlafen? Ja, ah, ich konnte es nutzen. Na, zum Glück. Wie spät haben wir es denn jetzt? 8? 8. 8, wie gut, dass niemand weiß. Spät ist jetzt. Heißt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Aha. Wen haben wir denn? Horik und Parzival. Oder Parzival. Wo ist denn jetzt der König hier? Warte ich halt auf den König. Soll ich mit den beiden vielleicht nochmal reden? Nö. Innos wird uns beistehen. Ja. Und wo habt ihr Garon gelassen? Ich schneide mal kurz. Bis gleich. Da kommt er schon. Hat er irgendwie zugenommen? Die stehen alle rum. Wegen Silvestros Schirfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Sehr gut. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Hat Diego nicht erwähnt. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee! Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Tja, was machen wir jetzt? Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Das ist das, was ich wissen wollte. Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Ja, richtig. Du bekommst noch Gold von mir. Hier ist deine Belohnung. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Innos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Und damit... werden wir beim nächsten Mal weitermachen, wenn wir zurück zu Lord Hagen gehen und Bericht erstatten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.